Hallo und willkommen zurück bei Rewind! Ja, ich habe noch ein bisschen, man hört es vielleicht, vielleicht auch nicht, ich weiß es gerade nicht, ich habe mal ein bisschen experimentiert mit dem Mikrofon, weil ich habe mal selber reingehört und das ging mir übelst auf den Sack. So, und jetzt habe ich mich mal ein bisschen erkundigt, habe ein bisschen was eingestellt. Ich finde eigentlich, es ist so ganz okay. Ich habe zwar immer noch dieses Problem, ich muss ja unbedingt mal gucken, dass ich irgendwas hier mit dem Raum mache. Weil ich habe halt hier so einen Grundschall. Das ist etwas schwer. Es ist kein, nicht so ein Echo. Also es ist nicht so, dass ich jetzt Peter, Peter, Peter. Nicht so. Aber es ist so ein. Ja, es schallt auf so eine andere. Es schallt, ne? Es schallt halt. Und das ist halt nicht cool. Das kriege ich aber auch leider nicht weg. Das hört man wahrscheinlich. Aber es müsste eigentlich ein bisschen besser sein. Das Einzige ist, ich kann mich nur nicht mit der, wie heißt es, mit der, ja, ich mit der Lautstärke ein. Ich habe jetzt auf, also es gab zwei Möglichkeiten, 30, 35, 40, sage ich jetzt mal als Beispiel, die Prozent, wie stark das Mikrofon sein soll. Aber ich konnte mich nicht einigen. Ich habe jetzt den 30er genommen, weil das andere, das ist jetzt wieder zu leise wahrscheinlich. Ne? Das andere, das wäre dann lauter gewesen. Aber das, das wäre dann lauter, aber das wäre wahrscheinlich dann wieder zu laut, dass es dann wieder kaputt gehen würde. So muss ich, da kann ich das jetzt sozusagen im... Wie kann man so schön sagen, im, ja, im, hier, da wo ich render halt, kann ich das jetzt so ein bisschen umstellen. So, und wie man jetzt auch gesehen hat, habe ich gerade hier die, Dinom hat ja gesagt, ne, man könnte das hier noch verbessern, indem man eine Zone macht, die habe ich jetzt Schlachten genannt, wo man dann die Tiere reintut, die man schlachten will. Dass sie nicht immer hier runterlaufen müssen. Und es war eine brillante Idee, da bin ich selber auch überhaupt nicht drauf gekommen auf diese Idee. Also die fand ich echt gut. Ich bin gerade überlegen, man könnte ja theoretisch alle Tiere schon mal, die da reinkommen, wieder rein dahin setzen. Aber wir haben gerade keine Versuchskaninchen. Ist natürlich schade. Warte, wir hatten eine Handelskarawane? Ja, wie? Ja, wie? Wir hatten eine Handelskarawane. Wieso wusste ich denn davon nichts? An mir geht mal wieder alles vorbei. Naja, nicht schlimm. Ich hoffe, das funktioniert jetzt echt mit dem Mikrofon. Also ich habe auch jetzt schon so diese Akustikmatten. Habe ich mir bei Amazon bestellt. Erstmal nur so ein paar und dann gucke ich mal hier, dass ich die hier so an bestimmten Schlüsselpunkten aufhänge. Nur keine Ahnung, ob das wirklich krassen Effekt hat. So, jetzt haben wir auf jeden Fall erstmal wieder vegetarisches Zeug. Jetzt fehlt uns natürlich Fleisch. Ja, Penicillin stellen wir wieder 50 her. Wir haben auch gerade hier wieder, welche Folge ist das? 70, ne? 70 ist das. Ja, nice. Das heißt, wir haben wieder eine Doppelfolge. Aber ich bin gerade eigentlich die ganze Zeit, ich bin gerade richtig gehypt. Also erstmal, jetzt ist Urlaub, ne? Also heute, wenn ich aufnehme, ich komme hier von Arbeit fertig. Ne? Ich war auf so einer Sicherheitsmesse, kann man sagen. Und jetzt habe ich Urlaub. Und das ist geil. Aber ich muss gestehen, ich bin gerade ein bisschen gehypt auf ein anderes Spiel. Muss ich zugeben. Wer rächt sich? Wer rächt sich? Was? Wer ist schon wieder weg? Schon wieder weg. Was ist das denn? Was macht Dobby denn hier? Ist das Verarsche oder was? Hä? Ach, hier. Nichts. 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 Ich habe nie gesagt, dass die. Ich habe nur gesagt, hier, damit man die unterscheiden kann. Das war das Einzige.
Der einzige Grund, Mensch, außer hier der Drotan ist mit Dings, die sind gebunden. So, wo war ich? Ach so, ja, gehypt. Denn in einer Stunde ist laut Steam ist ein anderes Spiel wird freigegeben. Ich will jetzt noch nicht verraten, welches es ist. Denn das Spiel werde ich nämlich auch aufnehmen. Und da habe ich echt Bock drauf. Aber ich kann jetzt schon verraten, das wird so sein. Was? Ja, jetzt kriegen wir auf jeden Fall ganz viele Tiere wieder. Und hier geht auch langsam wieder Nahrung aus. Wobei hier ziemlich viele Bäume wachsen, aber hier muss Gras wachsen. Wer ist denn Johnston? Ach ja, stimmt, wir haben ja einen Gefangenen. Hab schon wieder vergessen, der kann Tiere und Fernkampf. Nachteule ist Pessimist, geistige Arbeit. Ja, sollen wir den eigentlich versuchen anzuwerben? Dann haben wir nur noch einen, der unsere Nahrung wegfrisst. Und eigentlich sich nur um Tiere kümmert, ne? Was anderes kann er nicht. Und der kämpft halt, also wird unser Main-Jäger so, sozusagen. Warum als erstes, als ich, kann ich jetzt dazu sagen, weil mir das gerade eingefallen ist. Ja, forsch du erstmal weiter. Ne, mach mal hier auf Tiefenbohrung. So, jetzt forsch du mal weiter, Maserati. Ist ja jetzt unser Main-Koch und haben wir ja hier weit. Oh, Dino kann Medizin herstellen. Respekt. Respekt, Herr Specht. Richtiger Killer. Maserati ist ja jetzt unser Main-Koch, der gleichzeitig aber auch forschen kann, damit er nie untätig ist. Also entweder forscht er oder kocht er. Also sie. Nee, aber als ich Dinos Kommentar gelesen habe, ich habe da nur so halb gelesen und dachte so, hä, Schlachten, Gebiet und, ne, da bin ich noch nicht auf das hier gekommen, sondern habe zuerst gedacht, dass Dinom ein Gebiet hier haben will, als Verteidigung, damit ich dann, wenn ich angegriffen werde, einfach nur hier die Leute in die Zonen machen setzen muss, dass die direkt hier hinlaufen und dann kann ich die positionieren. Das habe ich zuerst gedacht und dann habe ich den Kommentar mal richtig gelesen und dann, ach so, ja, das ist ja noch eine bessere Idee. Ja, da ist man wieder direkt, da ist man am Überfliegen und am Überfliegen und man übersieht wieder alles. So, wo sind hier die bösen Schlangen? Es muss mal regnen hier unten. Und dann BAM! Und BOOM! Ratugeddon! Wie kommst du denn da rein? Ist doch unmöglich. Küken. Wie Küken? Wie Küken unbegrenzt? Was ist mit denen kaputt? Alle ab ins Tiergebiet. Wenn ich jetzt alle hier bei Hühner reinsetze, das geht gar nicht. Ich muss die irgendwie umbenennen. Die brauchen auch ihre Namen, weil die alles hier drunter wird irgendwann geschlachtet. Also die hier werden alle geschlachtet. Alle weggeruppt und gegessen und die, wenn die mal groß sind, ne, natürlich. Genauso wie hier, wenn die alle groß sind, die werden alle weggeruppt. Alles weggefuttert und die hier auch und das und ich den auch und was hier? Heizung kaputt? Was eigentlich mit dem Ambrosia-Hain, der hier oben mal war? Wo war der denn noch? Der war doch hier, ne? Ist er schon weg? Also ich meine, der war irgendwo bei so einem... Ich meine, der war hier. Aber ist er weg. Hätte ich ihn mir mal genauer angeguckt. Was zur Hölle ist das denn? Ein toter Elefant, Alter, der sieht ja aus. Hungriges Tier, Küken ist hungrig. Ja, dann geh doch mal essen. Du, wieso bist du hungrig, wenn du den ganzen Tag schläfst? Hier liegt überall Essen rum. Wenn du schläfst und verhungerst, ist das dein Problem. Küken. Ja, Küken, dann hör doch mal auf zu pennen. Hallo, hallo. Alter, tot, 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 alle tot.
Schön machst du das. Hast schön sauber gemacht. Hör mal, wenn du dir jetzt den ganzen Tag hier pennst, ja, und verhungerst, das ist hundertprozentig dein Problem. Was macht denn der da? Neo, alles klar bei dir? Ist schon gefährlich, hier so mitten in unseren eigenen Tieren rumzuballern, wie so ein verrückter, lebensmüder Typ. Haben wir eigentlich mal eine Nachricht von Flays erhalten? Nee, ne? Alter, diese, was sind denn das für Lags hier? Seht ihr das? Ey, Alter, seht ihr das? Die rasten ja voll aus, die Tiere hier. Die bannen sich hier durch, obwohl, wenn ich bei mir Dings gucke, ne, die sind eigentlich alles vollkommen normal. Schön gekillt, schön Detre. Was machst du? Chirurg. Dein Ernst? Ach ja, das habe ich ja jetzt hier alles als Heimatgebiet gemacht, ne, falls es brennt. Ja, damit unsere Tiere nicht verbrennen. Ja, schön Ratte zum Frühstück gibt's gleich. Es geht mir noch echt die Nahrung aus. Ich krieg einen Kotzreiz, ne? Das ist. Man kann einfach nie genug Nahrung haben. Ernten. So können wir uns ja ein bisschen weiterhelfen, indem wir die einfach frühzeitig ernten. Ist nur doof, wenn wir jetzt nie wirklich auswachsen lassen, weil wir jetzt immer zu früh ernten, dass wir eigentlich nie genug Nahrung haben. Boah, im Moment haben wir ja genug Fleisch. Wie sieht's? Hier muss auch noch was rein. Haben wir mittlerweile einen kleinen. Ne, wir haben ja alles vertickt. Wir haben alles vertickt. Wobei, der würde hier passen. Den pflanzen wir hier rein. Los, trag. Einer muss jetzt darin tragen. Hallo? Was ist das überhaupt? Wellmar Ritter. Brauner Depression. Braune Depression. Alles klar. Wertvolle Mineralien. Was? Der Langstrich hat einen Klumpen wertvoller Mineralien in der Nähe entdeckt. Weißt du, ich habe den schon seit 100.000. What the? Also ist der doch nicht für unseren Bereich. Ich habe den schon seit 100.000 Jahren und jetzt erkennt der erstmal was. Ihr Respekt. Wo generierst du denn jetzt was? Hier? Tropischer Regenwald. Was ist denn da? Oder was hast du denn da entdeckt? Seed Random Mellow. Weiß jeder Bescheid. Können grasen. Also hier sind wertvolle Ressourcen, das heißt, ich muss mal ein paar Leute hierhin schicken. Ein bisschen gefährlich hier an dem Außenposten da. Aber was versteht man denn unter wertvollen Ressourcen? Tropischer Regenwald. Aggressive Tierwelt. Ja, hier könnten wir auf jeden Fall mal eine Wanderschaft hin machen. Wenn wir irgendwann mal wissen, wie das funktioniert. So, wie komme ich jetzt am schnellsten zurück? So, wie sieht denn jetzt hier unser Dings aus? Okay. Es geht voran. Machen wir jetzt erstmal den Weg dahin. So, den machen wir jetzt erstmal wie gehabt immer weiter. So. Möbel. So, als nächstes war Blumentopf. Lampe. Blumentopf. Lampe. Ich überlege gerade, könnten wir eigentlich auch noch was hinstellen? Na komm, hier setzen wir auch schon zwei Blumentöpfe hin. So, jetzt wird hier der Boden
wird jetzt geglättet, hier noch und hier nicht. So, hier ist jetzt die Frage, wie machen wir hier die Wände? Wir könnten natürlich so Jadewände machen, aber das wird übelst teuer. Oder wir können ja immer mal so ein Zweier Jade machen wir hier hin. Oder ne, wir machen jetzt erstmal normale Wand. Also so ein Vierer Sandstein. Dann machen wir einen Zweier Jade. Und dann wieder einen Vierer Sandstein. Jetzt haben wir keinen Sandstein mehr, oder was? Jetzt kann ich keinen Sandstein mehr machen, weil wir keinen Sandstein mehr haben. Wie viel halt. Also, so Jadewände halten sogar auch nichts aus, ne? Haben die denn wenigstens etwas in. Auch nicht. Die sind total unnötig. Also, Jadewände sind übelst unnötig. Das sind einfach nur grüne Wände. So, aber zum Boden hatte ich eine Idee. Und zwar hier kommen jetzt die Goldfliesen hin. Ziehen wir durch. So, hier kommen jetzt Silberfliesen hin. Wird auch übelst teuer, Silberfliesen. Also Goldfliesen, Silberfliesen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier sterile Fliesen. Alter, sterile Fliesen sind auch scheiße teuer. Nicht ganz so teuer wie Silberfliesen, aber das wird scheiße teuer. Kann man hier eigentlich schon mal was sehen? Ja, okay. Okay, Goldfliesen bringen schon mal mehr. Silberfliesen bringen weniger als so ein Boden. Also Goldfliesen bringen wirklich ein mehr. Ich bin mal gespannt, wie die sterilen Fliesen aussehen. Alter, kostet das ein scheiß viel Silber. Gut, wir haben sehr viel Silber, das muss man lassen. Wir haben sogar mehr Silber, als wir Stahl haben. Wie viel Stahl haben wir überhaupt noch? Wir haben kein Stahl mehr? Kann das. Was? Hier doch, wir haben hier noch Stahl. Wobei ich persönlich. Okay, die sterilen Fliesen, die bringen aber keine Pluspunkte. Was würden denn normale Metallfliesen bringen? Warte, wenn wir jetzt. Warte, wir setzen hier unten einfach mal eine Metallfliese hin. Oder weißt du was? Wir ruppen hier einfach das ganze Gebiet raus. So, außer das, was natürlich jetzt schon weg ist. Einfach nur mal, um zu gucken, wie jetzt so Metallfliesen hier neben dem Silber aussehen würden. Ja, ich weiß, sie sind am Pennen, aber Angie, mach das mal bitte. Was kostet denn Metallfliesen? Und Metallfliesen kostet nicht so viel. Ach komm, mach doch beide. So, jetzt brauchen wir natürlich auch den Chirurgen, der mal hier schnell reinigt.
Und nochmal irgendwie hier, Dino, helf mir gerade bitte beim Tragen. Ich weiß, ihr wollt alle pennen, aber. So, also Silber bringt 3, Sterile bringt gar nichts. Hey, 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 Chirurg. Trage Silber. Okay, die Metall bringt nur 1. Also ich finde die Sterilen eigentlich am besten von allem. Aber die bringen halt keine Punkte. Was? Okay, warte, einen Moment. Arbeit. So wie es aussieht, hat es jetzt hier jeder gekriegt. Krankheit. Kann ich hier nicht alle mit einem oder sowas? Alle setze ich jetzt mal hier auf Krankheit. So, die können sich jetzt alle mal hier Penicillin geben. So. Scott hat, Angie hat. Okay, wir gehen einzeln nach. Wir machen jetzt erstmal hier die Vorratskapsel. Plastahl, Alter, krass. Okay, wir gehen jetzt nach der Reihe. Angie hat. Und sie nimmt Penicillin. So, Scott hat und nimmt Penicillin. Dietre hat's nicht, aber nimmt Penicillin. Okay, dann machen wir den Dietre da schon mal wieder raus. So, soziale Drogen. So, hier ist Maserati. Brauch es nicht. Okay, Maserati. Hier, soziale Drogen. So, wie sieht's aus mit Fedon? Alter, jetzt fressen die alle mein Penicillin hier weg. Fedon braucht es nicht. Zuweisung, Fedon. Soziale Drogen. Nemo. Braucht es auch nicht. Nemo. Soziale Drogen. Ich könnte eigentlich hier gucken, Alter. Egal, wir machen es ordentlich. Die Norm. Brauche ich es auch nicht. Die Norm. Soziale Drogen. Heiland. Brauche ich es auch nicht. Heiland. Land, Heil. Heiland. Heiliges Land. So, Lachi würde es brauchen. Ja, Lachi braucht. Der Chirurg. Chirurg braucht auch. Lilia braucht nicht. Lilia nicht. Soziale Drogen. Velma braucht auch nicht. Wo ist Velma? Velma soziale Drogen. Wood braucht. Dixon braucht. So, weil die alle Penicillin nehmen. Können wir die ja hier mal bei Bettruhe. Zack. 2. Dixon, 2. Angie, 2. So, wo ist der Chirurg? Chirurg, 2. Lachi, wo ist Lachi? 2. So, Leute, arbeiten. Arbeiten. Habe ich Wood schon? Wood? Ne, Wood hier auch. 2. So, alle arbeiten jetzt. Und nicht das Penicillin so verteilen, als wäre dir komisch. Hier wird jetzt hier arbeitet. Ja, diese sterilen Fliesen, die sind zwar geil, aber die bringen mir nichts. Die bringen kein Dings. Die ruppen wir wieder weg.
Dixon Zirose, ja GG. Also ich meine, eigentlich müssten wir nur Boden glätten. Weil Boden glätten bringt immer noch am meisten von denen hier. Was ist das überhaupt? Aussehen. Was, wieso ist denn hier eine normale Fliese? Boden entfernen, hier kommen noch Goldfliesen rein. Ja komm, jetzt rupp hier den Müll wieder raus. Junge! Aber was wir schon mal machen können, wir können ja schon mal Strom hier durch die Wand ziehen. So, Boden, Goldfliese. Also die Goldfliesen werden uns irgendwann umbringen. Hallo Angie, geht's noch? Jetzt rupp hier den Müll weg. Ich kann den nicht wegruppen. Angie. Rupp es weg. Okay, Dixon. Rupp es weg. Danke, Dixon. Du bist ein guter Mann. Ah, hier kann ich zum Glück auch wieder. So, vier von denen. Batterie. So, ich hoffe jetzt... So wie ich das vorhatte, funktioniert es auch. Hier machen wir jetzt erstmal Strom hin. Aber hier kommt jetzt eine andere Art von Strom, weil das hier kommen künstliche Sonnen als sozusagen Energieträger. Aber jetzt muss ich hier noch die Strukturen Boden. Hier kommen die mit Metallfliesen. Oh, ich will sterile Fliesen. Ja, hier kannst du auch keinen Teppich reinsetzen. Hm. Die müssen schon Fliesen hin. Die sterilen Fliesen sind halt geil. Hm. Also ich lese das gerade, deswegen bin ich gerade was ruhiger. Ja, komm, wir ruppen hier einfach Metallfliesen hin. Das wird halt auch oft. Das wird halt eh alles teuer, ne? Aber wir ruppen es mal hin. So, das wäre jetzt eine 1, 2, 3er. Gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Was ist das bei Produktion? Ach, so ein Mist. Tiefenbohrer, dann machen wir auch direkt den tiefen Scanner. Alter, der dauert ja 3 Milliarden Jahre. So, hier müssen wir noch zwei nach unten ruppen und die müssen wir wieder rausruppen. Genauso wie die hier. Die ruppen wir mal alle weg. Störung Batterie. Was? Ein Kolonist. Maserati, wie kann Maserati unten? Weil Dietre am Forschen ist. Dietre, was ist los mit dir? Geh! Geh was anderes machen, Dietre. Keine Materialien. Dietre! Dietre! Geh! Dietre, mach was anderes, Dietre! Geh was an. Nein! Geh weg! Halt Wache! Geh weg! Mach was anderes, Dietre! So ein Mist! Behandlung benötigt. Leute, behandelt die Leute hier! Natürlich doof, wenn die künstliche Sonne komplett ausgeht. Vielleicht muss ich die doch woanders hin machen. Alter, Tiefenbohrer. Die Frage ist, wo muss so ein Tiefenbohrer hin?
Achso, dafür brauche ich erst natürlich den Tiefenscanner, den wir natürlich jetzt erst forschen. Das heißt, der Tiefenbohrer als erstes ist eigentlich total unnötig. Nein. So. Hier ruppen wir jetzt die Jadewand hin, die auch unnötig ist. Also ich finde Jadewand immer noch unnötig, aber es tut man nicht alles. Also eigentlich das, was wir hier alles machen, ist eigentlich übelst unnötig. So, Strukturen, Sande, Steine. Produktion. Hydrokulturen hier rein. Und hier rein. Könnte eigentlich auch grüne Leuchten hier machen, ne? So, gucken wir jetzt einfach mal. Installieren. Boah, die sind eigentlich, ist viel zu fett. Dann lieber mehrere kleinere, oder? Die man dann da hinstellen kann. Aber das ist ja im Moment auch erstmal nur der Weg. Hier haben wir noch eine kleine. Kann dann hier hin. Ach, ich weiß nicht. Ich bin ziemlich skeptisch. So, dann muss jetzt hier sozusagen um die Kurve gehen. Wie breit ist der? 7. So, und der richtige Weg, der ist, wäre halt so 5, ne? Und dann würde der dann hier jetzt, anstatt 5, sage ich mal, also ich bin gerade was ruhiger, weil ich plane das gerade sozusagen in meinem Kopf. Oder weißt du, die sollen erstmal das hier rausruppen, dann sollen die das hier fertig machen. Jetzt fehlt uns natürlich Stahl und Bauteile, jetzt fehlt uns eigentlich alles. Also jetzt haben wir gar nichts mehr. Also das, wir haben gerade ja alles hierfür verschwendet. Wenigstens haben wir wieder Holz. Aber weil hier die Ecke so dunkel ist, setzen wir hier eine Lampe rein. Wupp.
Weil können wir da auch eine hinsetzen. Das machst du gut, Heiland. Ja, das mit den normalen Lampen gefällt mir hier nicht. Also mit den künstlichen Sonnen gefällt mir hier gerade gar nicht. Die ruppen wir wieder weg. Und dann gucken wir mal, dass wir hier normale Lampen hinsetzen. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal viel Zeug bekommen. Gucken, wo wir es herbekommen und sowas. Also das mit dem Gold, da bin ich immer noch ziemlich skeptisch, dass wir das zusammenbekommen. Ich bin gerade selber am Überlegen, deswegen bin ich halt etwas ruhig. Also ich habe schon so eine Vorstellung im Kopf, die ich jetzt natürlich noch nicht verraten will. Die Frage ist nur, ob sich das realisieren lässt. Ich bin gerade etwas skeptisch. Ja, wir sehen mal, wenn das hier jetzt weiter ist und wir mal wieder vernünftige Lampen, ich setze hier jetzt mal normale Lampen rein, oder sollen wir hier so einen, ja, ich meine, diese farbigen Lampen, die sind ein bisschen zu extrem, ne? Wäre natürlich schon cool. Aber ich meine, welche Lampen willst du hier reinlaufen haben? Wir können ja hier mal in den Weg zwei grüne und dann, wenn es hier reingeht, zwei blaue setzen. Und mal gucken, wie es aussieht. Die grünen würden natürlich hier zu der Jadewand passen, die einfach übelst unnötig ist. Ja, trag das mal alles schön weg, das macht ihr gut. Gute Arbeit. So, Heiland, schön machst du das. Auf dich habe ich gewartet. Jetzt können wir alles hier wegruppen. So, dann legen wir mal den Strom durch. Müssen wir natürlich auch den Boden durchlegen. So, Silberfliesen. So, Metallfliesen. Wahrscheinlich bis auf die Silberfliesen kann man jetzt einfach hier nichts bauen. Wenigstens baut er den zuerst, das ist gut. So, wenn man jetzt mal guckt. Also wenn man mal davon ausgeht, der würde jetzt hier wieder hochgehen, ja? Bauen ihn erstmal 5 nach unten. So, der würde jetzt, der muss, der geht jetzt erstmal 3 rein. Wer ist denn jetzt schon wieder? Der Chirurg. Was ist denn mit dem Chirurg los? Was ist dein Begehr, Chirurg?
Chirurg, wo bist du hier? Was ist denn los? Warum geht's dir scheiße? So mit dem Heiland verlobt. Was sind deine Bedürfnisse? Meinung von Verlobten? Alter, da gehen wir ziemlich runter. Nackt, krank, sehr kalt, fühlt sich entsetzlich. Voll heiß hier drin, ne? Ich wollte es nur sagen. Hat bionisches Körperteil, hat kein. Du willst unbedingt ein bionisches Körperteil haben, Chirurg? Willst du, soll ich dir deinen Arm amputieren? Ja, es sind alle nackt, Mann. Was willst du denn machen? Ich muss erstmal wieder Kleidung besorgen. So, damit man das jetzt ein bisschen nachvollziehen kann, wir ziehen den hier mal mit runter. Also hier kommt ja Wand, ne? Das heißt, wenn man jetzt hier den Boden macht, kommen hier die Metallfliesen, hier geht die Metallfliesen weiter, die würden ja hier so rumgehen. So, das heißt, die Silberfliesen, die würden hier rumgehen. So, die Goldfliesen, dann hier rum. So, das heißt, hier muss jetzt wieder Silberfliesen hin. Und hier kommen wieder Metallfliesen hin. Ja, ich war gerade jetzt was ruhiger, weil ich war gerade schon am Planen. Ich konnte jetzt gerade nicht. Ich habe in meinem Kopf gerade so eine Vision, da bin ich jetzt gerade ruhig geblieben. Es tut mir leid. Deswegen habe ich hier mich auch nicht bewegt. Ich war gerade am Plan, wie das am Ende aussehen kann, wie viel ich nach unten bauen würde. Am liebsten wäre es mir jetzt, wenn die hier schnell das wegruppen würden, damit ich weitermachen kann. Aber ich will natürlich auch nicht zu viel verraten, denn ich habe jetzt halt schon so einen Bauplan im Kopf, den ich gerne weiterverfolgen würde. Aber um den weiter zu verfolgen, muss ich halt weiter reingucken. Also hier wäre ja Metallfliese, ne? Okay, warte, ich mache mir hier gerade mal so einen Plan. Also, wie ich das gerade im Kopf hatte. Also hier ist Gold, dann Silber, Metall und hier natürlich dann noch die Wand. Oh, wir haben Bauteile. Das ist natürlich nice. So, jetzt mach mal schneller Heiland, ich würde gern weitermachen. Behandlung benötigt, ja, schon okay. Dixon. Also die nehmen ja alle Penicillin. Ich denke nicht, dass die große Probleme haben werden. Aber es muss ja auch irgendwie weitergehen. So, nur um das jetzt mal anschaulich noch zu machen, ich ruck mal hier wieder die normalen Wände gerade rein.
bevor nämlich der Heiland wieder pennen geht oder so. Damit ich das schon mal weiter planen kann. So, ich mach's jetzt erstmal nach unten. Hier kommt zwar auch schon mal Wände rein. So, ich baue das jetzt aber erstmal, hier den Boden baue ich jetzt erstmal nach unten weiter. So, und zwar war der Plan. So, warte, erstmal hier, das ist Gold, ne? Okay, das hier ist Gold. Das heißt, hier kommt wieder Silber hin. Und hier kommt Metall hin. So. Hier kommt auch Metall hin. So, das heißt hier jetzt Silber und hier wieder Gold. Dann hätten wir das schon mal. So, jetzt bauen wir dasselbe nochmal oben hin. Jetzt muss ich nur mal gerade gucken. Also von der Ecke sind es 7 nach unten, von der Ecke sind es 7. Und dann hier, ist das hier ungefähr? Warte. So. So, wenn das hier weggeruppt ist, können wir das hier genauso machen. So, ich sag jetzt mal, bevor ich jetzt wieder stundenlang leise bin, weil ich in meinem Kopf diesen Plan habe, sag ich mal, was ich vorhabe. Also ich will hier so einen Rundweg machen, der hier später wieder zusammenführt. So, hier in der Mitte, das wird natürlich auch rausgerubbt, also hier in der Mitte kommt ein kleiner Bereich hin, wo dann hier kommt zum Beispiel eine gewaltige Statue hin, hier kommt eine gewaltige Statue hin, hier kommt ein anderer Boden rein, wo man sich auch mit Sitzmöglichkeiten, wo man sich hinsetzen kann, Tischen und sowas. Sondern kann man hier rumgehen. So, die Idee war, dass hier dann verschiedene Räume drankommen. Ich hatte eine Idee, zum Beispiel hier oben eine Sauna hinzumachen, wo dann hier die heiße Luft von hier, und dann werden natürlich hier wieder die Dächer drauf gemacht, dann wird hier ein kleiner Raum mit einem Ventilator dran, wo hier heiße Luft reinkommt, ne? Wo dann sozusagen eine Sauna ist. So, dann hatte ich so überlegt, ein Kino zu bauen und sowas. Ne? Also ganz viele Ideen, die dann hier alle an diesen riesen Umlauf dran knüpfen. Also es soll hier so ein riesen Ding werden. Natürlich werden wir unnötig viele Materialien brauchen. Und ich meine, wir haben schon fast 4000 Silber verschwendet für Boden. Ich meine, wir hatten irgendwas mit 12.000. Ich bin mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig sicher. Aber das wird halt eine coole, chillige, das wird mehr so ein Urlaubsort, nur dass wir dafür leider nichts bekommen. Naja, aber man sieht ja schon mal, der Boden, den haben wir jetzt schon, ne? Gold, Silber, Metall. Das war jetzt hier nur der Eingangsbereich. Hier werde ich das natürlich anders machen. Hier werden auch Pflanzen, habe ich überlegt, hier überall. Ne? Deswegen hier auch diese Hydrobecken, ne? Weil hier sollen dann halt nicht nur so Blumentöpfe, sondern hier sollen halt richtige Pflanzen rein. Also jetzt nicht so ein essbares, aber dass wir dann eventuell hier so einen Weg machen mit so Rosen oder sowas. Dass wir nicht überall so komische Dinger haben, ne? Das war halt die Idee. Komm, Heiland, mach das noch fertig, dann kann ich die Folge beenden. Aber gut, dass wir wieder Bauteile haben. Wo ich mir halt noch nicht sicher bin, ist, wie lang das jetzt hier gehen soll. Die ganze Strecke wäre viel zu krass. Muss ich jetzt hier alle einzeln anklicken oder was? Was ist das denn? So, dann geben wir hier jetzt noch den Boden an.
Unser ganzes Silber wird vergeudet. Silber. Alter. Ey, das kostet so Unmengen an Silber, also. Das ist echt, da werden wir Ewigkeiten für brauchen und auch übelst viel Ressourcen verticken. Müssen wir echt mal gucken, wie wir das machen. Wir werden jetzt auch erstmal die Schneiderei wieder hervorheben. Also die Leute, die jetzt hier zum Beispiel Schmieden nach vorne haben, werden jetzt erstmal wieder hier schneidern. Ich weiß gar nicht, warum die beiden das überhaupt machen. Wenn wir doch hier ziemlich fähige, sage ich mal, haben. Dann würde ich sagen, setzen wir die hier lieber auf 3, 3, 3, damit die hier handwerklich lieber was machen. Oder eher 4, 4, 4. Ne, dann sollen die lieber hier das Handwerk machen. Und was machen dann dafür die hier gar nicht? Oder eher nur unterpriorisiert. Alter, wir haben jetzt über die Hälfte an unserem Silber hierfür schon benutzt. Und das ist echt krasser Silberverbrauch. Wäre natürlich cooler, warte, jetzt muss ich gerade mal stoppen, wenn der das hier zu Ende zuerst bauen würde. Nein, Angie! Warte, kann er es jetzt noch bauen? Nein. Das war so klar, ey. Na, egal. Gut, ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ja, und dann bis dann. Ciao! Und Dino, lass mal sagen, was du hier zu der Audioqualität hältst. Oder so. Besser, schlechter oder immer noch optimierungsfähig, nehme ich an. Na egal. Das war's, bis dann. Ciao!